Ich bin Julie Marie, ich bin Sängerin, bin ursprünglich aus Kärnten und jetzt zum Singen nach Wien gezogen. Wenn ich nicht Musik mache, dann studiere ich Medizin. Ich bin gerade im 6. Semester. In meinem Song, der heißt Dopamin, da geht es eigentlich darum, dass man eine Person noch so sehr lieben kann, aber wenn sie einem nicht gut tut, dann hilft es eigentlich alles nichts. Und wie schwer es ist, damit eigentlich auch umzugehen, weil wenn man manchmal sagt, das Herz halt ja und der Kopf sollte eigentlich Nein sagen. Und Dopamin war für mich dann irgendwie auch so der passende Begriff dafür, weil das ist einem vielleicht nicht sofort klar, wenn man an Dopamin denkt. Man denkt sich immer, ah, das ist schön und das sind Glücksgefühle und alles ist toll. Aber eigentlich ist Dopamin eine der größten Komponenten, was so Suchtgefühle auch ausmacht. Also ohne Dopamin gäbe es keine Sucht. Und damit befasst sich der Text auch, wo es ja heißt, du bist für mich mein Dopamin. Du bist für mich süchtig machend, obwohl du eigentlich schlecht für mich bist. Und ich muss irgendwie wegkommen, aber weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Der Stil von dem Song ist auf jeden Fall deutscher Pop. Man kann sehr viel Synth hören, aber auch echt eingespielte Instrumente, zum Beispiel Klavier und Gitarre. Die Gitarre ist da vom Thomas Hechenberger eingespielt worden. Das ist der Gitarrist vom Josh. Super cool, dass er mitgemacht hat. Ist ja einer meiner Lieblingsteile vom ganzen Song, so dieses Gitarrensolo am Ende. Yeah. Ich habe da eigentlich gar nicht viel drüber nachgedacht, beziehungsweise habe nie überlegt, nicht Hochdeutsch zu reden. Ich bin ja wie gesagt eigentlich aus Kärnten. Ich finde, das klingt aber mega bescheuert, wenn ich Kärntner. Also es liegt mir nicht, ich kann es nicht gut, ich klinge total komisch. Also ich finde es irgendwie, ich finde es einfach schöner. Es war von Anfang an klar, dass mein Song, wenn Hochdeutsch gesungen werden muss. ja, also ich tanze schon relativ lange, seitdem ich 11 bin. Jetzt bin ich 20 Jahre alt. Ich hatte zu Hause eine super, super Tanzgruppe, die Katamark Dance Company. Und jeden Tag nach der Schule bin ich eigentlich auch sofort weiter ins Tanzstudio gefahren. Ja, die Gruppe ist auch gerade auf Meisterschaften. Ich vermisse sie sehr. Wir konnten viele Titel gemeinsam schon da tanzen, von Europa bis Weltmeister. Ja, also dafür muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das beginnt nämlich ganz am Anfang. Ich habe zwei Geschwister. Ich habe eine kleine Schwester und einen großen Bruder. Und die spielen auch beide Instrumente, so wie ich. Ich spiele Klavier. Das ist alles so von unserer Mama eigentlich initiiert worden. Da war so, okay, du bist jetzt 5. Such dir ein Instrument aus und lern das jetzt. Bei mir war es eben Klavier, bei meinem großen Bruder die Gitarre und bei meiner Schwester die Harfe. Und dann, als ich 10 war, war das Klavier immer noch an meiner Seite. Und ich habe dann auch an einem Gymnasium mit musikalischem Schwerpunkt begonnen. Und der Gesang ist dann irgendwie so ja, ganz schleichend und natürlich dazu gekommen. Ich glaube, mit dem Klavier bietet sich das auch irgendwo an. Das war dann halt anfangs auch nur für mich. Hab ein bisschen herumprobiert, ein bisschen herumgetextet. Ja, und dann hat sich das halt irgendwie ja, immer mehr in mein Leben eingeschlichen. Begonnen hat das Ganze circa vor einem Jahr. Damals bin ich zu Capricorn Music gekommen, um einen Song für meinen Freund aufzunehmen, als Geschenk quasi. Und da war ich noch relativ neu in Wien und habe mich halt umgesehen danach, wer mir da dabei helfen kann. Ja, das Ganze ist dann eigentlich relativ schnell gegangen. Zusammenarbeit war super, Ergebnis war super, also wirklich ganz toll. Und dann haben wir uns auch relativ schnell danach noch einmal getroffen, um über etwaige gemeinsame Pläne und Projekte noch einmal zu reden. Also begonnen hat das Ganze eben eigentlich mit diesem Treffen nach unserer Aufnahme für das Geschenk. Und das zentrale Wort, um das es sich von Anfang an eigentlich immer schon gedreht hat, war Dopamin. Das hat uns einfach beiden vom Klang super gefallen. Die Bedeutung vom Wort ist super, das ist so vielschichtig. Und der Text ist dann eigentlich vor allem von meiner Seite ausgekommen. Und beim Rest habe ich eigentlich dann ja, Clemens ziemlich freie Hand gelassen, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Aber es war immer ein Miteinander, immer ein, das gefällt uns beiden, das jetzt nicht so, das klingt cool, da kann man noch mehr reinstecken. Also immer in Zusammenarbeit.
Musik kann man bald auf allen Online-Plattformen hören. Das ist zum Beispiel Spotify, Amazon Music, Apple Music, alle diese Dinge. Release-Datum ist dann der 28. Juni, also alle anhören. Ja, darauf bin ich selber auch sehr gespannt. Ich habe auf alle Fälle viele Ideen. Ich habe vieles, was ich noch zu Papier bringen möchte, was ich ausprobieren möchte. Mal schauen, was sich entwickelt. Vielleicht einfach, was ich selber erkannt habe durch den ganzen Prozess jetzt, dass man Dinge einfach ausprobieren muss, egal wie blöd man sich am Anfang dabei vorkommt. Meistens kommt was Cooles dabei raus und wenn nicht, dann hat man was über sich selber gelernt. Also einfach Mut zusammenfassen, den Schritt wagen und vertrauen, dass am Ende des Tages was Tolles dabei rauskommen wird. Meine Mama hat einen Lieblingswitz. Und zwar? Stehen zwei Kühe auf der Weide, sagt die eine, Muh. Und sagt die andere, du bist so blöd, das würde ich auch gerade sagen. Und wenn sie das hört, wird sie sterben vor Lachen. Das ist so ganz arg.